Hallo, ihr habt meinen Film Sterilisation der Frau geguckt und fleißig kommentiert. Und ich habe mir heute mal einen Zettel gemacht, ein bisschen längeren. Ich werde also öfter mal auf den Rechner schauen, weil es dann doch einige fachliche Fragen auch gab. Und da ich keine Ärztin bin, kann ich die nicht so richtig flüssig beantworten. Also wenn es ein bisschen zum Stocken kommt, sorry. Es gab ein paar Zuschriften, die das nochmal angesprochen haben mit dem Prostatakrebsrisiko bei der Vasektomie des Mannes. Da hatte der Dr. Maurer ja gesagt, dass es eine Studie aus den 90ern gäbe, die besagt, dass das Risiko erhöht ist. Es gibt wohl auch andere neue Studien, die haben wir euch als Link unten in die Infobox angehängt und die besagen Unterschiedliches. Also die einen sprechen von keinem Risiko, die anderen sprechen von einem leicht erhöhten Risiko und die sind alle so aus den letzten Jahren. Wer sich da nochmal informieren will, der klickt am besten da mal drauf. Zu den Kommentaren. Lilly hat geschrieben, hat man nach der Sterilisation noch seine Tage? Und Sina Elisa geht noch ein Stück weiter und schreibt, gibt es einen hormonellen Unterschied, wenn man die Eileiter komplett entfernen, anstatt sie nur zu durchtrennen? Da der Zyklus ja durch die Eierstöcke bestimmt wird, ist es total egal, ob man den Eileiter nur durchtrennt oder ganz entfernt. Generell haben die meisten Frauen, also fast alle Frauen, einen ganz normalen Zyklus danach wieder. Also sie bekommen ihre Tage wieder normal, die Wechseljahre setzen ganz normal ein, all der Pipapo geht genauso weiter. Es gibt ein paar Ausnahmen, dazu komme ich aber später noch. Aber die Regel ist, dass alles normal weitergeht. Lockpicking Paramedic schreibt, können Menschen, die die Eileiter entfernen lassen, ihre Eizellen spenden? Für Menschen, die keine fruchtbaren Eizellen haben. Da die Eizellen ja aus den Eierstöcken genommen werden, sollte eine Eizellspende machbar sein. So jetzt mal meine einfache Ableitung. Also ja. Lobrecht Ritter schreibt, ich hätte es interessant gefunden, wenn auch jemand der Gegenseite zu Wort gekommen wäre und seine Motiven und Denkweisen begründet hätten. Also Ärzte, die die Sterilisation eben nicht durchführen. Ich war ja bei einem Drehtalk mit Susanne und Sonja bei vielen Ärzten, habe deren Begründungen mitbekommen und die Begründungen kommen ja auch im Film, glaube ich, ganz gut durch. Also tatsächlich war es das Häufigste und das zieht sich auch durch alle Foren, dass die Frauen als Begründung von den Ärzten, dass sie es nicht machen, die Antworten bekommen. Ich weiß ja nicht, ob sie noch Kinder bekommen wollen. Ich weiß ja nicht, ob ich rechtliche Konsequenzen dann habe, wenn sie mich dann verklagen. Das Risiko einer Operation ist zu hoch, was, komme ich noch dazu, nicht so ist. Es gibt andere Verhütungsmethoden. Ja. Und dann gab es auch noch solche Argumente wie, in der NS-Zeit wurden so viele Frauen zwangssterilisiert, deswegen macht man das heute nicht mehr gerne und natürlich eine moralische eigene Begründung. Ärzte müssen diese Operationen ja nicht durchführen. Also im Netz steht auch, eine Sterilisation ist keine lebensrettende und gesundheitserhaltende Maßnahme, also muss sich kein Arzt dafür entscheiden, das durchzuführen und natürlich darf auch jeder da seine Bedenken haben und das sein lassen. Ah ja, abschließend dazu noch, den meisten Ärzten genügt der Grund, dass eine Frau nicht schwanger werden will, halt nicht. Die sagen dann, verhüte doch irgendwie anders. Auch wenn zum Beispiel Pille oder Spirale nicht so wirklich in Frage kommen, ist das dann so meistens die Begründung. Es gibt ja noch andere Verhütungsmethoden. Jutta Watermann schreibt, gibt es Frauen, die es bereuen? Ich würde jetzt mal so aus der Hüfte sagen, natürlich, das gibt es immer. Es gibt immer Menschen, die eine Entscheidung bereuen. Es gibt sicherlich auch Männer, die die Entscheidung bereuen. Ich habe auch den Dr. Maurer bei unserem Dreh schon dazu gefragt. Er sagte, in seinen 40 Jahren hätte er keine einzige Rückmeldung einer Patientin bekommen. Ist natürlich die Frage, ob sie sich dann vielleicht irgendwo anders rückgemeldet hat, um es rückgängig machen zu lassen. Studien zu dieser Thematik gibt es in Deutschland schon länger nicht, habe ich also auch nicht wirklich was Aussagekräftiges im Netz gefunden. Auf der Homepage Sterilisation der Frau habe ich Folgendes gefunden. 1 bis 3% der sterilisierten Frauen lassen ihre Sterilisation rückgängig machen, um die Fruchtbarkeit wiederherzustellen. Das spricht ja eigentlich dafür, dass es diese 1 bis 3% bereuen. Es gibt aber auf der Seite keine Zahlen, also keine Statistik dazu. Also die Quelle ist unklar.
In der Pro-Familia-Broschüre von 2013 heißt es, 5 bis 10% der Frauen und Männer bereuen ihren Entschluss. Und da heißt es auch, und jetzt lese ich nochmal vor, meistens in einer neuen Partnerschaft. Das Risiko für ein späteres Bedauern ist größer, wenn sie bei der Sterilisation noch sehr jung waren oder sich einer Drucksituation zu dem Eingriff entschieden haben, zum Beispiel während einer Krise in der Partnerschaft, oder wenn sie die Sterilisation direkt nach der Geburt oder dem Kaiserschnitt durchgeführt haben. Das kann man nämlich auch machen. Das bieten oder beziehungsweise kann man das erfragen, wenn man schon Kinder bekommen hat, kann man sich während des Kaiserschnitts, wenn eh der Bauch schon offen ist, die Eileiter durchtrennen lassen. Das ist aber natürlich, die Pro Familia Broschüre hat auch keine Zahlen, die das belegen oder beziehungsweise keine Statistik, auf die die zurückgreifen. Also auch da weiß ich nicht, wie aussagekräftig diese 5 bis 10% sind. Sandra Molly schreibt, was sind die Risiken einer OP? Bei jeder Operation im Bauchraum können Komplikationen vorkommen, Blutungen im Bauchraum oder auch sowas wie Verwachsungen danach, also Narbengewebe. Außerdem gibt es natürlich immer die Risiken einer Narkose, aber das ist, glaube ich, jedem klar, der sich generell unter das Messer legt. Was man außerdem noch findet, wenn man sich ein bisschen durchs Netz liest oder bei Ärzten anruft, es kann zu einer Eileiterschwangerschaft kommen oder zu einer Bauchhöhlenschwangerschaft. Da ist das Risiko ein bisschen erhöht. Ich habe aber auch darüber nochmal mit Dr. Maurer gesprochen und er sagte, bei seiner Methode, wo er den abgetrennten Eileiter mit einer Kappe versieht, können Samen, die sich vielleicht noch in den Bauchraum verirren, nicht bis in den Eierstock hochkommen. Also da wäre das Risiko wirklich verschwindend gering. Und ich glaube, er sagte auch, er hatte noch keine Frau mit einer Eileiterschwangerschaft. Was gibt es noch? In seltenen Fällen kann die Hormonproduktion gestört sein. Das ist das, worauf ich am Anfang zurückkommen wollte. Dann kann es zu Zyklusstörungen kommen oder Blutungen oder einer verfrühten Eintritt in die Wechseljahre. Aber das ist tatsächlich auch hier als sehr selten angegeben. Ja, und das war's auch schon. Danke fürs Gucken, viel Spaß beim nächsten Film und bis zum nächsten Mal.